Hallo ihr Lieben, heute stricken wir zusammen dieses Windelhöschen. Ja, ich bin danach gefragt worden, mal ein Windelhöschen zu machen. Das habe ich mal eben kurz eingeschoben, denn das ist wirklich ganz schnell gestrickt. Ich finde eine ganz tolle Geschenkidee, wenn ihr noch etwas für ein Baby benötigt. Allerdings ist diese Größe jetzt nicht für Neugeborene. Ich hinterlasse euch dann aber noch die Maschenzahl laut Erfahrungswerte. Also das kann ich jetzt nicht so 1:1 umrechnen wie bei den Pullis oder bei den Jacken, aber laut Erfahrungswert, so wie dann die Taille ist und so weiter, hinterlasse ich euch das. Das müsste dann genauso gut klappen. Ja, also hier dieses Höschen, ich würde mal sagen ab 3 Monate, so bis 6, 7, 8 Monate, und ich gebe euch auch mal eben die Maße dazu durch. Wir haben hier in der Taille 15 cm, hier am Popo-Bereich oder da, wo die Pampas ist, ungefähr 19 cm. Das zieht sich aber auch alles natürlich gut. Und das Schöne ist, ihr könnt die Breite, ich zeige euch das gleich nochmal, selber hier auch einstellen, indem ihr selber bestimmt, wo die Knöpfe dann hinkommen. Denn wir haben hier keine Naht. Es wird in einem Stück durchgestrickt und ihr bestimmt hinterher mit den Knöpfen, wie weit oder wie schmal ihr das haben möchtet. So, und die Höhe, das fehlte uns noch. Man sagt immer so 14 cm. Ich mache ja immer lieber das Bündchen zu hoch, damit es auch nicht so schnell vom Popo rutscht, sage ich mal. Deswegen stricke ich immer lieber das Bündchen etwas höher und dadurch haben wir jetzt hier 16 cm. So, und zwar, was haben wir hier gemacht? Dafür müsste ich das Höschen mal eben öffnen. Also von hinten sieht es übrigens so aus. Im Popo-Bereich ein bisschen mehr geschlossen, damit die Windel da nicht ganz rauskommt. Also wie man auch wirklich eine Unterhose hat, so ist das hier geformt. Und wir haben hier ein Teil gestrickt. Und zwar fängt man am Popo-Teil an. Hier fängt man oben mit dem Bündchen an, strickt dann hier runter, strickt hier, also hier macht man erstmal ein paar Abnahmen auf der rechten und auf der linken Seite. Und dann arbeiten wir hier weitere Abnahmen beim Stricken ein. Also hier schließen wir die Maschen natürlich, nicht nur Abnahmen, sondern die sind geschlossen, Entschuldigung. Und hier machen wir Abnahmen, dann wird ein Stück gerade gestrickt. Und hier müssen wir dann dementsprechend wieder Zunahmen machen. Ihr könntet die Zunahmen auch ohne Löcher machen. Das erkläre ich euch gleich im Video auch, dass ihr dann den Umschlag einfach andersrum legt. Ja, und dann kommen die Knopflöcher, damit wir das verschließen können. Und wie ich euch schon gesagt hatte, entscheidet ihr dann. Also ich habe hier bewusst diese Knöpfe ein bisschen weiter nach da genäht, damit man hier ein bisschen mehr Enge hat in der Taille. Und hier, wo die Pampas ist, damit das ruhig ein bisschen breiter fällt. Und ihr könnt dann noch ein bisschen justieren, indem ihr die Knöpfe hier so anbringt, wie ihr das benötigt. Das ist das Schöne hier dran. Und wir haben keine Naht, es sind wirklich nur Startfaden, Endfaden zu vernähen. Das ist wirklich einfach und toll zu arbeiten. Ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich würde sagen, wir starten mal einfach mit unserem Windelhöschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stricken und wir legen los. Für unser Windelhöschen benutze ich hier heute die Baumwolle von Gebi Schulgarn. Ich habe hier in etwa eine Maschenprobe auf 10 cm von 20 Maschen. Man kann die Baumwolle in der Waschmaschine waschen, also es besteht aus 100% Baumwolle. Und wir stricken hier heute unser Windelhöschen mit einer Stricknadel in der Stärke 3,5. Und wir haben hier eine Lauflänge auf 50 Gramm von 87 Metern. Das ist hier die Farbe. So, wir starten dann mit der Maschenaufnahme und zwar benötigen wir 60 Maschen. So, wenn ihr auch das Bündchen strickt, zwei rechts, zwei links, dann müsst ihr auf eine Teilbarkeit von 2 achten. Wenn wir jetzt in der Runde, in einer verschlossenen Runde stricken würden, dann bräuchten wir sogar eine Teilbarkeit durch 4. Aber hier reicht es im Grunde genommen teilbar durch 2. So, ich zeige euch eben, wie ich meine Maschen aufnehme. Also ich habe hier meine Schlaufe, ziehe den Faden durch und lege ihn ab. Und jetzt gehe ich immer zwischen die letzte und vorletzte Masche und hole mir immer erneut einen Faden, lege ihn ab, gehe wieder hier zwischen, hole mir den Faden und lege ihn ab. So, und das mache ich jetzt so lange, bis ich 60 Maschen habe. Wenn wir dann unsere 60 Maschen aufgenommen haben, dann stricken wir jetzt erstmal das Bündchen. Und zwar, wir stricken 2 Maschen rechts, 2 Maschen links.
So, zwei Maschen rechts. Bei dieser Baumwolle muss man immer ein bisschen aufpassen. Das kann auch immer Fäden ziehen. Also zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Dann wieder zwei Maschen rechts. Und dann wieder zwei Maschen links. Das machen wir die ganze Reihe entlang und treffen uns gleich am Ende wieder. So, wir haben die ganze Runde gestrickt, zwei rechts, zwei links. Dann wenden wir unsere Arbeit und jetzt geht es weiter. Ab jetzt stricke ich die erste Masche nicht mehr, sondern ich hebe sie immer nur noch ab. Und zwar hebe die erste Masche einfach nur ab und stricke dann die nächste. So, und wieder weiter, zwei rechts, zwei links. Jetzt sind meine zwei linken Maschen dran. Dann wieder zwei rechte Maschen und so weiter. Und jetzt strickt ihr das Bündchen immer so in diesem Musterverlauf, zwei rechts, zwei links, erstmal ein ganzes Stückchen höher. Ich melde mich gleich bei euch, dann sage ich euch, wie weit ich gestrickt habe und dann geht es weiter. So, ich habe mein Bündchen jetzt hier zu Ende gestrickt und zwar habe ich jetzt hier, ich mache das lieber ein bisschen höher, damit es nicht so schnell vom Popo rutscht, also lieber ein bisschen höher als zu niedrig. Zwischen 3 und 4 cm, wenn ich das genau unterhalb der Nadel hier anlege, sind das ungefähr ja, 3,5, 3,7, also zwischen 3 und 4 cm. So, und in Reihen, ich habe jetzt hier, das müssten 10 Reihen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das hier ist im Übrigen meine Außenseite. Hier ist das Band. Wenn wir hier mit dem Stricken starten und unser Band ist hier auf der linken Seite. Das bezeichne ich jetzt hier als Außenseite. Das ist dann für später wichtig, wenn wir dann unsere Zunahmen arbeiten, denn die werden wir immer nur auf der Außenseite des Höschens arbeiten. So, und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt stricken wir einfach nur in Kraus rechts. Das bedeutet, wir heben die erste Masche ab und wir stricken ab jetzt jede Masche rechts. In Hinrunde, in Rückrunde. Jede Masche wird rechts gestrickt. So, das macht ihr jetzt Reihe für Reihe. Und ich sage euch gleich, wie weit ich gestrickt habe. Ja, so strickt ihr jetzt erstmal weiter. Viel Spaß beim Weiterstricken und ich melde mich gleich. So, ich habe jetzt hier bei unserem Höschen die Länge von ca. 12 cm erreicht. Das sind in Reihen, ich zähle jetzt mal nur die krausen Rippen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. So, und ich würde jetzt wieder auf der Außenseite stricken, das heißt hier, wo nicht der Faden ist, der Faden ist hier auf der anderen Seite. Und jetzt starten wir erstmal mit Abnahmen. Also wir sind ja hier am Popo-Teil. Und stricken uns dann nach vorne zum vorderen Teil. Und jetzt machen wir erstmal hier ein paar Abnahmen. Und zwar werden wir jetzt auf der rechten Seite und auf der linken Seite 10 Maschen abnehmen. So, das heißt, wir nehmen wieder die erste Masche rüber, die zweite stricken wir und wir ziehen die vorletzte immer über die letzte Masche. Wir stricken wieder die nächste, das ist dann Nummer 2, vergesst nicht mitzuzählen. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, 9 und 10. Wir haben jetzt 10 Maschen auf der Seite verschlossen und jetzt stricken wir hier rüber. Ich setze mir sogar gleich einen Markierer bei der 10. Masche und dann schließen wir gleich auf der anderen Seite auch 10 Maschen. Also wir stricken jetzt erstmal komplett rüber, Entschuldigung, damit wir den Faden hier nicht abschneiden müssen und dann hier wieder neu anmaschen müssen, stricken wir komplett bis zum Ende und werden dann auch wieder 10 Maschen verschließen. Das heißt, wir brauchen gar keinen Markierer, genau, denn ich möchte den Faden nicht neu anmaschen. Daher stricken wir einfach bis zum Ende und da treffen wir uns gleich. So, ich bin am Ende der Runde angekommen. Wie gesagt,
Hier haben wir dann eine Runde mehr, das macht aber nichts, dafür haben wir den Faden hier. Und jetzt verschließen wir auch hier 10 Maschen, genau wie auf der anderen Seite. Wir starten wieder, wir heben die erste Masche ab, wir stricken die nächste und wir verschließen immer, indem wir die vorletzte Masche über die letzte ziehen. So, das machen wir hier ebenfalls 10 Mal, dann stricken wir bis zum Ende weiter, dann müssten wir noch 40 Maschen haben, denn 60 minus 10 und minus 10 sind dann 40 und wir treffen uns gleich hier am Ende wieder. So, ich bin hier am Ende der Runde angekommen. Wir wenden dann wieder. Wir sind jetzt auf der Außenseite unseres Höschens und immer auf der Außenseite arbeiten wir jetzt unsere Abnahmen. Wir werden immer 4 Randmaschen haben, auf der rechten und auf der linken Seite. Das heißt, wir stricken erstmal unsere 4 Randmaschen. Also die erste hebe ich wieder ab, das behalte ich bei. Erste Masche hebe ich ab, die zweite stricke ich. Die dritte und die vierte. So, und jetzt stricke ich einfach 2 Maschen rechts zusammen. Das kann man bei dem Kraus rechts einfach so machen. Das fällt dann hier auch in dem Muster nicht auf mit der Neigung. Von daher brauchen wir einfach nur, als ob wir rechts stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken. Immer hier am Start nach den 4 Maschen und immer nur, wenn wir auf der Außenseite sind. So, und dann stricken wir einfach wieder alles rechts weiter und 6 Maschen vor Rundenende, denn hier wollen wir auch 4 Randmaschen haben. Das heißt, diese 2, die 5. und 6. vom Rand, stricken wir dann ebenfalls zusammen ab. Also wir treffen uns 6 Maschen vor Ende wieder. So, ich bin jetzt 6 Maschen vor Rundenende, 2, 4, 6 und dann machen wir genau dasselbe. Wir stricken einfach wieder 2 Maschen rechts zusammen ab. Und dann verbleiben uns unsere 4 Randmaschen. 1, 2, 3 und 4. So, und in der Rückrunde stricken wir einfach nur alle Maschen rechts. Erste wieder abheben und alle rechts abstricken. Also das ist die Innenseite des Höschens. Und dann treffen wir uns nochmal hier am Ende wieder. So, wir haben gerade die Rückrunde einfach nur rechts hier abgestrickt und jetzt sind wir wieder auf der Außenseite des Höschens. Das heißt, hier stricken wir jetzt wieder unsere Abnahme. Wir machen das noch einmal zusammen. Wir starten unsere Runde, indem wir wieder die erste Masche abheben. Wir stricken die zweite, dritte und vierte. Also wir behalten immer unsere 4 Randmaschen. Und die nächsten 2 werden jetzt einfach wieder rechts zusammengestrickt. So, und alles andere einfach wieder rechts. Dasselbe macht ihr wieder hier hinten 6 Maschen, 2, 4, 6 vor Rundenende. Also am Ende der Runde immer 6 Maschen, bevor die Runde zu Ende ist. Und dann die 2 Maschen zusammen abstricken, vorne immer nach der 4. Masche. Und das macht ihr jetzt Runde um Runde und zwar immer nur auf der Außenseite. In der Rückrunde strickt ihr einfach nur alle Maschen rechts ab. Auf der Außenseite werden die Abnahmen gestrickt. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr insgesamt hier nur noch 20 Maschen auf der Nadel habt. Und dann treffen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier meine 20 Maschen auf der Nadel. Ich habe jetzt so weit hier die Abnahmen gemacht, bis ich nur noch 20 Maschen habe. Ich habe zuletzt auf der Außenseite gestrickt. Ich wende meine Arbeit. Ich habe mir hier mal in die Masche einen Markierer reingesteckt, denn jetzt stricken wir 10 Runden oder Reihen ohne Zunahme, ohne Abnahme. Einfach nur hin und her. 1, 2, 3, 4 und so weiter, damit ich das gleich besser abzählen kann. Das sind dann 5 krause Rippen. Habe ich mir hier den Markierer befestigt und wir stricken jetzt einfach Reihe für Reihe einfach nur rechts und zwar 10 Reihen lang. So, ich hatte mir ja hier diese Masche markiert und ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 von den krausen Rippen und auch nochmal hier drüber gestrickt. Hier war ich jetzt auf der Innenseite des Höschens. Wir wenden, wir starten jetzt auf der Außenseite des Höschens, da wo wir dann auch immer die Zunahmen und Abnahmen machen. So, und hier stricken wir dann weiter, also ab Markierung 5 von den krausen Rippen und dann starten wir, wie gesagt, auf der Außenseite, wo
Der Faden ist auf der anderen Seite hier. Das ist dann die Außenseite. Und jetzt arbeiten wir wieder Zunahmen. Und zwar möchte ich jetzt hier am Rand ein kleines Lochmuster haben. Also wir haben ja jetzt hier den Popo-Teil gestrickt. Jetzt kommt das vordere Teil. So, es bleiben weiterhin 4 Randmaschen. Das heißt, wir stricken die 4, wobei wir die erste wieder abheben. Wir stricken die zweite, die dritte und die vierte. So, und jetzt mache ich es mir ganz einfach. Ich möchte hier ein kleines Lochmuster erzeugen am Rand. Ich lege einfach einen Umschlag. Wichtig, von vorne nach hinten, sonst entsteht kein Loch. Möchtet ihr auch kein Loch haben, könntet ihr auch von hinten nach vorne legen, den Umschlag. Ich lege ihn bewusst von vorne nach hinten, stricke weiter. Und 4 Maschen vor Ende mache ich genau dasselbe. Und auch das wird immer nur auf der Außenseite, wie bei den Abnahmen, nur auf der Außenseite des Höschens gemacht. So, diesmal müssen wir nicht 6 Maschen davor sein, sondern 4, 2, 4. Das sind unsere Randmaschen, denn jetzt legen wir den Umschlag und wir behalten weiter unsere 4 Randmaschen. So, wenn wir die Runde gearbeitet haben, stricken wir einfach alle Maschen wieder rechts ab, genau wie vorher auch. Hier wird gar nichts gearbeitet. Und wenn ihr dann wieder im Außenbereich seid, strickt ihr wieder den Umschlag. Dasselbe, was wir gerade gemacht haben. Und das machen wir so lange, bis wir dann insgesamt 30 Maschen auf der Nadel haben. Und dann treffen wir uns wieder. So, ich habe jetzt meine Zunahmen hier gearbeitet und habe jetzt 30 Maschen auf der Nadel. Ihr müsstet jetzt hier 5 von den Löchern haben. 1, 2, 3, 4 und das fünfte versteckt sich hier oben. Ich bin jetzt hier wieder auf der Außenseite. Das heißt, ich habe eben nach dem letzten Umschlag auch schon zurückgestrickt. Also hier wäre jetzt der neue Umschlag dran, aber brauchen wir ja nicht, da wir jetzt die 30 Maschen haben. Also im Außenbereich hier ist wieder unser Faden, einfach nur als Orientierung. So, und jetzt stricken wir einfach 4 Reihen hier drüber. 1, 2, 3, 4, sodass wir uns wieder hier im Außenbereich am Start treffen. Und dann arbeiten wir das erste Knopfloch, denn ihr müsst euch das so vorstellen. Das wird dann hier so nach innen gelegt. So, und hier arbeiten wir gleich die Knopflöcher. Hier werden die Knöpfe dran genäht. Deshalb jetzt erstmal 4 Reihen stricken und dann treffen wir uns gleich. Ich habe jetzt meine 4 Reihen hier drüber gestrickt. Ich bin hier wieder auf der Außenseite. Der Faden liegt hier links. Und jetzt arbeiten wir unser erstes Knopfloch. Ich habe hier nach dem letzten Loch 1, 2, 3 von den krausen Rippen. So, und jetzt arbeiten wir unser Knopfloch. Und zwar werde ich runde Knopflöcher arbeiten. Wir gehen wie folgt vor. Wir heben die erste Masche wieder ab. Wir stricken die nächste Masche, wir legen einen Umschlag. Diesmal, Achtung, diesmal muss der Umschlag von vorne nach hinten sein, sonst entsteht kein Loch. Die nächsten 2 Maschen, denn wir wollen ja jetzt hier nicht mehr zunehmen, sonst haben wir mehr Maschen wieder, stricken wir einfach rechts zusammen. So, und dann, wenn ihr gleich in der Rückrunde einfach hier über den Umschlag strickt, entsteht hier ein Loch. Das wird dann auch ein bisschen größer als die hier. Ja. Dann stricken wir jetzt hier einfach weiter und auf der anderen Seite machen wir gleich dasselbe. Wir treffen uns kurz vor Ende dieser Reihe hier dann wieder. So, wenn wir dann fast am Ende der Runde sind, haben wir hier noch 3 Maschen auf der Nadel. Jetzt machen wir wieder dasselbe. Am Anfang hatten wir erst 2 Maschen gestrickt und dann unseren Umschlag gelegt. So, wir legen hier wieder unseren Umschlag, stricken die nächsten 2 Maschen rechts zusammen. Und haben dann auch hier nach dem Umschlag eine Masche und noch eine Masche, 2 Maschen. So, das ist unser Knopfloch auf dieser Seite. Und jetzt stricken wir erstmal ein paar Reihen hin und her, rechts über den Umschlag ganz normal einfach drüber stricken. Also alles rechts wie gehabt. Und dann treffen wir uns gleich. Ich überlege mal entweder zwischen 6 und 8 von den krausen Rippen. Dann arbeiten wir das nächste Knopfloch. Ich sage euch gleich Bescheid. Und dann arbeiten wir das nächste Knopfloch nochmal gemeinsam. So, bevor wir das nächste Knopfloch zusammenarbeiten, will ich euch mal eben kurz zeigen, was ich jetzt für mich hier unten als Mitte definiert habe. Und zwar
Wir haben ja hier angefangen zu stricken. Das ist hier unsere Außenseite. Hier ist mein Faden. Und wir haben dann hier die Abnahmen gestrickt. Und da, wo die letzte Abnahme ist, das definiere ich jetzt als Mitte des Höschens. Denn es soll ja nach hinten etwas mehr der Popo hier bedeckt werden. Das wird ja dann hinterher so umgeklappt. Und das ist für mich hier unten die Mitte. Das heißt, ich habe dann mal die krausen Rippen so rum ab hier gezählt. Also ich zähle jetzt mal diese mittlere Linie gar nicht mit. Dann sind das 25 krause Rippen in die Richtung. Das heißt, wir müssen dann auch 25 krause Rippen in die Richtung stricken. Von hier aus, also die mittlere, die jetzt gerade markiert ist, die zähle ich jetzt nicht mit. Ihr könnt ja auch einfach, ihr müsst euch gar nicht die Mühe machen und gucken, wo war hier die letzte Abnahme, sondern ihr zählt hier 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. 25 und die 26. Reihe, die könnt ihr euch ja auch mal markieren, wenn ihr das möchtet, denn das ist hier die untere Mitte. Das heißt, wir müssen dann, denn wir müssen ja auch wissen, wie weit stricken wir jetzt hier hoch mit krausen Rippen, und das machen wir jetzt 25 Reihen mit krausen Rippen, genau wie auf der Seite, und danach käme dann genauso das Bündchen. Dann hat man so einen Anhaltspunkt und man weiß dann, wie weit man arbeiten muss. So, und jetzt kommt erstmal das zweite Knopfloch. So, dann arbeiten wir jetzt das zweite Knopfloch, und zwar habe ich jetzt seit dem letzten Knopfloch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen von den krausen Rippen gestrickt. So, nach dieser siebten Reihe, ich bin wieder auf der Außenseite meines Höschens, der Faden liegt hier auf der linken Seite, so genau. Jetzt arbeiten wir unser nächstes Knopfloch, und zwar wir heben die erste Masche ab, wir stricken die nächste Masche, wir legen einen Umschlag wichtig von vorne nach hinten, und die nächsten zwei Maschen stricken wir einfach rechts zusammen ab. Wir stricken alle Maschen ab und treffen uns kurz vor Ende wieder. Hier arbeiten wir gleich gemeinsam das nächste. Wenn wir dann drei Maschen vor Rundenende sind, arbeiten wir das nächste Knopfloch, das heißt, wir legen wieder einen Umschlag von vorne nach hinten. Wir stricken die nächsten zwei Maschen rechts zusammen ab. Dann haben wir eine Masche nach dem Umschlag und noch eine, genau wie am Anfang. So, und jetzt strickt ihr erstmal weiter, alles rechts, immer weiter, bis wir dann, bis wir dann das Bündchen stricken, genau, denn das nächste Knopfloch wird dann schon in dem Bündchen gestrickt. Das heißt, ihr müsst jetzt hier drauf achten, wenn wir dann unsere Reihenzahl erreicht haben, dann müssen wir irgendwann mit dem Bündchen anfangen. Am besten melde ich mich dann noch mal eben bei euch. Das waren die 25 Reihen, und dann melde ich mich eben kurz noch mal. So, ich habe jetzt von der Mitte aus hier meine 25 krausen Rippen nach oben gestrickt. Wenn ihr das nicht so weit zählen möchtet und euch lieber an das Knopfloch hier orientieren möchtet, vom Knopfloch aus habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 krause Rippen gestrickt. Ich befinde mich jetzt wieder auf der Außenseite des Höschens, und jetzt müssen wir dann wieder mit unserem Bündchen starten. Das heißt, wir stricken wieder zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links. So, und das nächste Knopfloch wird dann innerhalb des Bündchens gestrickt. Zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Genau wie wir das vorher bei dem Bündchen gemacht haben, immer im Wechsel. Da stricken wir jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Ich melde mich gleich, wenn das nächste Knopfloch dran ist. Denn wir jetzt hier können wir zwar die krausen Rippen noch zählen, aber gleich haben wir ja dann hier ganze Reihen. Also wir haben dann keine krausen Rippen mehr. Dann müssten wir im Grunde genommen die Reihen zählen. Das wären dann 7 mal 2, 14 Reihen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so zählen wir dann. Und dann wird das nächste Knopfloch gearbeitet. Auf ein, zwei Reihen kommt es dann auch nicht drauf an, wenn wir ein oder mehr oder weniger hätten. Das ist dann hier oben, fällt das dann nicht auf. Ich melde mich gleich bei euch, und dann machen wir noch einmal das Knopfloch gemeinsam. So, ich werde jetzt schon unser drittes Knopfloch hier stricken. Wir haben jetzt hier, wenn wir jetzt mal in Reihen zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das wäre jetzt die 14. Reihe. So, ihr könnt entweder
jetzt in dieser Runde. Wir haben jetzt hier, wir brauchen ja 10 Reihen von unserem Bündchen oder für unser Bündchen. 1, 2, 3, 4. Wir stricken jetzt die fünfte, dann wäre das Knopfloch so ungefähr mittig hier in dem Bündchen drin. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ihr könnt das aber auch in der nächsten Reihe dann auf der Außenseite stricken. Dann wäre es ein ganz kleines bisschen höher gesetzt. Das geht natürlich genauso. Ja, also entweder hier, ich glaube, ich mache das jetzt hier, oder in der darauffolgenden Reihe. So, wenn ihr das, also wie gesagt, das könnt ihr dann entscheiden. Ich werde das hier schon jetzt machen. So, und hier in dem Bündchen machen wir das mit den zwei Randmaschen genauso. Das heißt, die ersten zwei Maschen. So, und danach legen wir wieder den Umschlag und wir stricken die nächsten zwei Maschen rechts zusammen. Obwohl die links sind, aber die stricken wir rechts zusammen. So, dann kommen zwei rechte sowieso, genau. Und dann treffen wir uns, also jetzt stricken wir natürlich das Bündchen so im Verlauf weiter, zwei rechts, zwei links und treffen uns hier drei Maschen vor Rundenende wieder. So, und hier am Ende, drei Maschen vor Rundenende, machen wir wieder dasselbe. Wir legen erst unseren Umschlag, wir stricken die nächsten zwei Maschen rechts zusammen. Dann haben wir die eine Masche nach dem Umschlag und die zweite, genauso wie am Anfang. So, und jetzt strickt ihr in eurem Verlauf des Bündchens ganz normal weiter. Zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links und so weiter, bis wir insgesamt hier 10 Runden haben, genau wie am Anfang, damit das Bündchen gleich hoch ist. Dann melde ich mich wieder und dann verschließen wir die Arbeit gemeinsam. Ich habe jetzt die 10 Runden bei dem Bündchen hier gestrickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin wieder auf der Außenseite des Höschens und jetzt verschließen wir unsere Arbeit. So, die erste Masche nehmen wir rüber, wir stricken die nächste und jetzt ziehen wir immer die vorletzte Masche über die letzte Masche. So, die nächste Masche ist eine linke Masche, also stricken wir sie links. Und wir ziehen wieder die Masche, also die vorletzte, über die letzte. Die nächste ist wieder eine linke Masche, also stricken wir sie auch wieder links. Und ziehen wieder die vorletzte Masche über die letzte Masche. Die nächste ist eine rechte Masche, dann stricken wir sie rechts. Und ziehen wieder die vorletzte über die letzte. So, das machen wir bis zum Ende, bis zur letzten Masche und dann sehen wir uns gleich. So, wenn wir dann hier am Ende bis zur letzten Masche alles verschlossen haben, dann sichern wir hier unsere Arbeit. Das ist hier unsere letzte Masche. Wir ziehen den Faden dadurch, sichern die Arbeit. So, und jetzt müssen wir nur noch alle Fäden vernähen. Das Schöne ist, wir müssen jetzt hier nichts mehr zusammennähen. Wir müssen nur noch die Knöpfe anbringen. Das Beste wäre natürlich, wenn ihr das jetzt abmessen könnt, denn das Schöne ist jetzt auch hier dran, dass man das mit den Knöpfen noch so ein bisschen anpassen kann, ob man die hier hin näht oder dahin näht. Damit könnt ihr die Größe noch so ein bisschen anpassen. Aber generell würde ich sagen, diese Maschen, die wir hier abgenommen haben, die klappt man hier um. So, und dann passt ihr dann auch diese Seite, das würde ich einfach so umklappen. Also wenn ihr jetzt das Kind nicht da habt zum Anprobieren. Und dann nähen wir die Knöpfe so da dran, dass das hier hinkommt. Ganz oben, ganz bündig. Ein Knopf hier, ein Knopf da. Ich lege mir das dann immer hier drunter, gucke dann, halte das fest und starte mit dem ersten Knopf. So, wie gesagt, alle Fäden vernähen, Knöpfe annähen. Wir haben keine Naht hier zu vernähen. So sieht das dann hinten am Popo aus. Der Markierer kann gleich weg und wir sehen, das fällt wirklich genau mittig hier unten drunter. Ja, und ich würde sagen, wenn wir alle Fäden vernäht haben, alle Knöpfe angebracht haben, dann sehen wir uns gleich noch mal ganz zum Schluss wieder. So, ich habe jetzt alle Fäden vernäht und die Knöpfe angebracht. Ich habe das mal hier bewusst noch offen gelassen, das Höschen, denn ich wollte euch mal eben zeigen. Ich habe mir gerade so überlegt, dass ich die obersten Knöpfe ein kleines wenig weiter nach außen nähe, damit wir hier im Pampers-Bereich ein bisschen mehr Raum haben, sag ich mal. Hier, dass ruhig ein bisschen strammer werden kann, hier in dem Bereich um die Taille. Deswegen habe ich die ein ganz kleines bisschen versetzt nach außen und den Rest habe ich dann hier in derselben Linie hier dann so runter.
dran genäht. Ich mache mal eben die Knopfleiste zu, dann seht ihr das auch noch mal verschlossen. So, ich finde, das Höschen sieht wunderschön aus. Da könnte man jetzt noch gut ein Oberteil zustricken, was dazu passt, in Kraus rechts oder eins von den Jäckchen, die ich auch ganz einfach in Kraus rechts gestrickt habe. Ja, das war dann unser Windelhöschen. Ich finde es ganz toll, richtig putzig, stelle ich mir gut vor. Eine tolle Geschenkidee, schnell gestrickt. Ja, Hauptsache, ihr hattet Spaß beim Stricken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich über jeden, der mich neu abonniert. Und ich freue mich auch immer sehr über eure Kommentare. Hinterlasst mir ruhig eure Kommentare, wie das Video war, wie es euch gefallen hat. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!